Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich dem Dank erstmal anschließen, vor allen Dingen an Herrn Dr. Ost und Frau Hielscher und natürlich an den Herrn Vorsitzenden. Es war, glaube ich, für Sie drei eine echte Herkulesaufgabe. Und ab und an mussten Sie ja auch ein wenig antreiben. Der Dank gilt natürlich auch allen Sachverständigen, sowohl den permanent uns zugeordneten Sachverständigen wie auch denjenigen, die uns in den einzelnen Anhörungen unterstützt haben. Es war, glaube ich, für uns alle sehr, sehr lehrreich und auch für den einen oder anderen manchmal etwas überraschend. Nichtsdestotrotz hat die konsensuale oder sehr auf Konsens ausgelegte Arbeitsweise der Verfassungskommission nicht zu einem Erfolg geführt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Stefan Engsfeld hat es gerade schon angeschnitten. Wir alle haben sehr, sehr viel von vornherein dafür getan, dass wir sagen können, wir gehen viele, viele untere Wege, nur um hier ein gemeinsames, großes Ergebnis hinzubekommen. Ich für meine Fraktion kann sagen, dass ich hier sowohl gegenüber meiner Partei wie auch gegenüber meiner Fraktion diversen Hinterzimmergesprächen zugestimmt habe, diversen nicht öffentlichen Runden. Und das, obwohl wir im Einsetzungsbeschluss noch eine komplette Öffentlichkeit alle zusammen beschlossen haben. Selbst das hat nicht dazu geführt, dass hier in entscheidenden Stellen Bewegung reingekommen ist. Und Stefan, du hattest gerade gesagt, wir haben ein kleines Paket. Ich glaube, wir haben noch nicht mal eine Postwurfsendung. Das ist einfach viel zu wenig. Derjenige, der sagt, ich bin mit der Arbeit der Verfassungskommission zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden, der ist nur Parlamentarier und sieht nur seinen kleinen Horizont und sieht nicht, was Menschen außerhalb dieses runden Gebäudes wirklich von uns erwarten. Kommen wir zu den einzelnen Punkten. Fangen wir bei den Kommunen an. Ich kann extrem gut verstehen, dass Kommunen den Schutz haben wollen, nicht in Zwangshaft genommen zu werden für fehlerhafte Entscheidungen auf der Bundesebene, die dann auf Landesebene durchgesetzt werden müssen, was Schuldenbremsen angeht. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das wäre gelebte Konnexität, wenn wir die Kommunen davor geschützt hätten, und zwar innerhalb der Verfassung. Das wäre auch sinnvoll gewesen. Das Konnexitätsprinzip, das wir seit 2004, 2005 haben, soll Kommunen eben genau davor schützen, nicht leidtragender dafür zu sein für Entscheidungen, die nicht auf ihrer Ebene getroffen werden. Im Endeffekt wird die Schuldenbremse, wie sie im Bund beschlossen ist, so ausgelebt, wird das Land oder werden alle Länder gar nicht anders können, als die Kommunen an schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen partizipieren zu lassen. Und das hier, die Kommunen davor zu beschützen, wäre eine sinnvolle Geschichte gewesen. Auch die Konnexitätserweiterung, dass nachträglich noch Entscheidungen abgerechnet werden können, wäre einfach sinnvoll gewesen und gehört auch definitiv heutzutage in eine moderne Gesetzeskonstruktion. Ob man das unbedingt in der Verfassung regeln muss, weiß ich nicht. Das wird sich auch einfach gesetzlich regeln. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Punkt, den die Piraten eingebracht haben, die Individualverfassungsbeschwerde. Ich finde schön, dass sich inzwischen FDP und sogar auch CDU dazu haben überzeugen lassen, das auch als ihren Punkt anzunehmen und das auch durchsetzen zu wollen, finde ich richtig gut. An der Stelle kann man sehen, dass Überzeugungstätigkeit auch im Parlamentarismus tatsächlich wirken kann. Finde ich sehr schön. Was ich nicht so schön finde, ist, dass man jetzt hier sogar über die Besetzungsregelung des Verfassungsgerichtshofs falsch wie auf einem Bazar. Kommen wir weiter zu Volksbegehren und Volksentscheiden. Von 8% Eingangsquorum runterzugehen, ist eine Selbstverständlichkeit. Hätte für jeden hier eine Selbstverständlichkeit sein müssen. In der ganzen Geschichte unseres Bundeslandes hatten wir etwa auch für meinen Zahlenraum sehr einfach, ein Volksentscheid, der auf dem Weg war, erfolgreich zu werden, den das Parlament dann übernommen hat. Ein in 70 Jahren. Das darf jedem aufgehen, dass das zu wenig ist. Wer auch nur ansatzweise den eigentlichen Souverän dieses Landes an politischen Entscheidungen direkt beteiligen möchte, für den ist das zu wenig. Alle anderen können sich hier als Blockierer sehen. Selbstverständlich geht es auch darum, dass wir
Ausschlusstatbestände in der Volksgesetzgebung aufheben müssen. Wir können dem Souverän nicht sagen, du darfst hier Sachen entscheiden, aber die wirklich wichtigen Dinge, die zum Beispiel mit Finanzen zu tun haben, da lassen wir dich mal fleißig draußen. Das ist nicht richtig. Das Gleiche gilt für obligatorische Volksentscheide bei Verfassungsänderungen. Selbstverständlich müssen wir den Souverän direkt beteiligen, wenn wir größere Verfassungsänderungen machen. In welcher Weise und in welcher Größe, wenn wir hier nur einen halben Satz umstellen, der einfach nur eine grammatikalische Änderung ist, da muss man das nicht unbedingt machen. Machen wir sinnvolle Änderungen, und selbst die Änderungen, die Kleinigkeiten, die wir jetzt ändern, selbst die müssten eigentlich dem Souverän inzwischen vorgelegt werden, damit er darüber mitentscheidet. Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer. Wir sind in vielen Kommunen inzwischen an einer Stelle, wo der demografische Wandel unserer Gesellschaft dafür sorgt, dass viel mehr Menschen, die nicht in der EU geboren sind, in den Kommunen leben. Wir haben beispielsweise in der Dortmunder Nordstadt einen Anteil von über 50%. Gleichzeitig haben wir eine Wahlbeteiligung von bei der letzten Kommunalwahl von etwa 16% aller Wahlbeteiligten nur noch. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich es 50-50 rechne, 8% aller Wahl oder aller Menschen, die dort leben, nehmen überhaupt noch an diesem Prozess teil und entscheiden über die restlichen 92%. Das ist ein singuläres Beispiel, aber es findet sich vielfach in unserem Land. Das ist viel zu wenig. Wir müssen die Menschen, denen wir hier Regeln vorgeben, auch an der Regelgebung beteiligen. Das ist ein erster Schritt, wäre es gewesen, das im Kommunalwahlrecht zu machen. Wir müssen das Wahlrecht daran binden, wo die Menschen leben, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben und nicht daran, wo sie geboren sind oder welchen Pass sie gerade haben. Die Anhörung dazu war übrigens auch ziemlich eindeutig. Die ist sogar darüber hinausgegangen, was ich jetzt gesagt habe. Ich kann das bitte, wer da noch detailliertes Interesse hat, die Auswertung der Anhörung dazu war sehr, sehr deutlich. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem alles anscheinend zu scheitern droht. Das Wahlalter. Das Wahlalter ab 16. Kollege Engsfeld hat es gerade so schön gesagt, haben Sie Angst vor 300.000 Menschen? Wir haben es gerade noch mal über den Daumen gerechnet. Sind nicht mal 300.000. Es geht ja nur um die Menschen, die Mai 2022 zwischen 16 und 18 sind. Das sind nicht mal 50.000 Menschen. Und davor haben wir Angst. Ja, vielleicht nicht wir. Aber manche hier im Raum haben tatsächlich Angst vor deren Entscheidung. Das ist extrem traurig. Wir erwarten von den Menschen spätestens ab 16, dass sie über ihren kompletten kommenden Lebensweg entscheiden. Dass sie sagen, ich will eine Lehre machen oder ich möchte doch die Oberstufe besuchen, um danach studieren zu können. Das ist eine erheblich weitergehende Entscheidung, als hier einmal zum Landtag zu wählen zu gehen. Und wir haben uns ja auch sogar nur auf das aktive Wahlrecht bezogen. Beim passiven Wahlrecht wäre alles beim Gleichen geblieben. Diese Angst ist nicht nachzuvollziehen und die ist selbst mit den Marketinggedanken, mit denen hier viele als Trophäensammler in die Diskussion anscheinend zuletzt gegangen sind, nicht zu begründen. Das kann man definitiv besser machen. Das Einzige, was das zeigt, ist, da kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zur Gesamtauswertung nochmal. Ich möchte auf das Detail eingehen, auf das hier jetzt schon vielfach eingegangen worden ist, das Wahlalter aus der Verfassung zu streichen und dem nächsten Landtag zur Entscheidung vorzulegen, wie das Wahlalter denn ausgestaltet werden soll. Wir haben uns dafür entschieden, wir als Abgeordnete, dass wir hier den Parlamentarismus leben wollen, dass wir hier die Menschen, die uns gewählt haben, vertreten wollen und doch im Sinne aller Menschen. Wir haben uns noch verpflichtet, aller Wähler, aller Wahlberechtigten hier zu entscheiden, aller Deutschen. Ich fühle mich eigentlich allen Menschen hier im Lande verpflichtet. Und das finde ich auch gut mit der Eidesformel, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nichtsdestotrotz, wir haben uns verpflichtet für 5 Jahre, für eine volle Wahlperiode. Wer jetzt sagt, nee, ich traue mich nicht, das zu entscheiden, da ist die Tür. Wer seine Verantwortung hier als Abgeordneter nicht wahrnehmen will, der kann sein Mandat gerne niederlegen. Aber ich halte nichts davon, irgendjemanden hier vorzuschreiben,
dass er hier irgendetwas nicht zu entscheiden hat. Wir haben frei gewählte Abgeordnete, die frei sind in ihren Entscheidungen. Und das dürfen die bitte auch bis zum Ende der Wahlperiode so tun. So, kommen wir zur Gesamtentscheidung. Wir wollten diese Verfassungskommission möglichst öffentlich machen. Haben wir mittendrin gestrichen. Auf dem Weg dahin haben wir schon die ganze Internetbeteiligung im Endeffekt, mal sagen wir mal vorsichtig, links liegen gelassen. Es war ja alles sehr übersichtlich, was dann vom eigentlich geplanten Start bis zur Vollendung gelaufen ist. Es gab natürlich keine eigene Homepage dafür, es gab keine eigene großartige Bewerbung für eine eigene Präsenz im Netz. Am Anfang waren wir auf der Seite des Landtages noch auf der Landingpage zu finden. Das hat sich nach und nach immer weiter nach unten, weiter nach rechts sortiert, bis wir dann auch da weggefallen sind. Entsprechend haben sich die Zuschriften wirklich in Grenzen gehalten. Aber das ist halt so. Wenn man keine Werbung für irgendwas macht, dann kriegt man auch aus der Bevölkerung wenig zurück. Meine Fraktion hat die letzten Wochen und Monate dazu genutzt und ist tatsächlich mal auf die Marktplätze dieses Landes gegangen und hat die Menschen direkt gefragt und ihnen die Möglichkeit gegeben, zu sagen, was sie, wenn sie erstmal von einer Verfassung des Landes erfahren, was den meisten hier sogar noch unbekannt ist, was sie denn dafür ändern würden wollen. Wir sind inzwischen, ich glaube, bei mehreren tausend Rückeinsendungen dieser Postkarten, die wir da verteilt haben. 90% der Menschen würden bis jetzt bevorzugen, eine Individualverfassungsklage auch im Land vorbringen zu können. 80% waren bis jetzt für ein Wahlalter ab 16 und sogar 70% der Menschen wären für ein Ausländerwahlrecht. Das zu der rechten Hetze, denen hier viele nachlaufen. Im Endeffekt zeigt dieses Ergebnis, was wir hier vorliegen haben, dass es das aktuelle parlamentarische System mit seinen Vertretern nicht aus sich heraus reformfähig ist. Sie gehen nicht mal den ersten Schritt. Und das ist mehr als todtraurig. Das ist ein ganz bitterer Tag für dieses Land und diesen Parlamentarismus. Vielen Dank.